Hi, meine lieben Gitarrenfans und Faninnen. Hier ist euer Maestro Ernesto aus seinem Berliner Gitarren- und Klavierreich. In diesem Video erkläre ich euch, warum es so wichtig ist, gutes Selbstvertrauen zu haben, um gut Gitarre spielen zu lernen. Und ich zeige euch drei Konzepte, drei Techniken, wie ihr mehr Selbstvertrauen gewinnen könnt. Viel Spaß wünsche ich euch dabei. Ja, der erste Schritt, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, ist erstmal die eigenen Bremsen zu erkennen. Wo bremse ich mich selber durch negative Gedanken, durch Glaubenssätze, die ich irgendwann mal mit auf den Weg bekommen habe von blöden Musiklehrern, nenne ich das mal, in der Schule. In der Schule ist sowieso immer so ein furchtbarer, lebensnegativ prägendes Element in vielen Leben von Leuten, die ich kenne. Und das zu überwinden, diese alten Sachen, das ist erstmal zu erkennen, was denke ich da negativ und dann daran zu arbeiten, das zu überwinden. Weil eben das Problem ist, man kommt durch diese negativen Glaubenssätze, wird einem der Mut genommen. Man kriegt gar keine Anschubsenergie, man kriegt eher negative Gefühle und das kickt wieder die negativen Gedanken. Diesen Prozess erstmal zu erkennen, was denke ich da negativ, der Klassiker ist natürlich, dass man irgendwann mal gehört hat, ich bin unmusikalisch, ne? Weil man vielleicht in der Schule irgendwann mal bei diesem Mitklatschen irgendwo das nicht so recht kapiert hat und dann kommt irgendeiner vorbei und sagt, ja nee, du geh mal raus und oder beim Vorsingen in der Schule habe ich auch jemanden kennengelernt, der dann eine ganz peinliche Situation erlebt hat, die ihn für Jahre geprägt hat und die Finger von Musik zu lassen und dachte, das ist viel zu schwer für mich, einfach weil es ein unheimlich schlechtes Gefühl damit verbunden war. Und eben das zu erkennen, was ist da damals passiert und wie ist es heute? Heute bin ich ein anderer Mensch und heute will ich vielleicht, ich habe einen Traum, ich will das vielleicht auch erreichen und warum probiere ich es nicht? Warum jetzt vergesse ich mal diesen Spruch und erkenne ihn halt einfach als einen alten Glaubenssatz und den ich jetzt überwinden will. Das ist ein erster Schritt. Und wenn man dann so langsam, wenn das so langsam ein bisschen aufkeimt, man überwindet diesen Satz unmusikalisch oder das andere, ich bin zu alt, man muss schon als Hänschen anfangen, was wirklich immer widerlegt ist. Man kann zu jedem Alter, ich habe Leute mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 plus, die angefangen haben, Gitarre zu lernen und viel Freude hatten und wo ich auch gesehen habe in Videos, die ich dann bekommen habe, dass dann Wachstum stattfindet und dass die ihre Stückchen spielen und dass sie sich entwickeln auf der Gitarre und vor allen Dingen wahnsinnig viel Freude haben. Und das ist doch eigentlich das Ding, warum man sowas macht. Man will Freude haben, man will schöne Töne erzeugen, ob man jetzt spielt wie Eric Clapton oder sowas, das ist überhaupt nicht das Ding, was notwendig ist, seinen eigenen Gitarrenweg zu entdecken. Das ist das Ding, was Freude macht. Und eben da aus diesen negativen Zirkeln rauszukommen, die einem bremsen, die einem negatives Gefühl geben, die einem Energie rauben, die einem diesen Mut eben, das Selbstvertrauen eben rauben. Und die einem schlechte Gefühle erzeugen. Man aus diesem schlechten Gefühl rauszukommen, erstmal zu identifizieren, was ist es, und dann langsam schon so ein bisschen daran arbeiten und das rauskitzeln. Nee, aus diesem Zirkel möchte ich raus, da möchte ich was Neues finden. Einfach diesen, auch wenn es nur einfach dieser Wille ist, den man in dem Moment merkt, ich habe keinen Bock mehr, mich mies zu fühlen. Ich habe keinen Bock mehr, diese Bremse zu empfinden. Ich will da raus. Das ist der erste Schritt. Erkenne deine Bremsen und entscheide, nee, ich will jetzt diese Bremsen lösen, ich will los. Ja, das zweite wichtige Konzept, die zweite wichtige Technik ist, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, ist, trainiere deinen Glauben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ESO oder wie auch immer, aber es ist so, man muss jetzt anfangen zu trainieren, auch davon eine Überzeugung wachsen zu lassen, ja, ich kann es packen. Ich kann es packen, ein Ziel zu erreichen. Es muss jetzt nicht Eric Clapton sein, der hat irgendwie 40 Jahre gebraucht, bis er so gut ist, wie er war oder wie er jetzt ist. Oder noch 50 oder 60, wie auch immer. Jedenfalls setzt man sich dann ein Ziel und sagt, ja, aber guck mal, ich würde gerne so ein Lied begleiten. Einfach so ein Lied, da habe ich letztens hier eine Freundin gesehen, die hat dieses kleine Bettina Wegner-Ding, das einfach sowas mal zu spielen, ne? Oder irgendwie Country Roads oder irgendwie, oder dieses kleine Klassik-Ding oder vielleicht sogar diese spanische Romanze oder diesen kleinen Flamenco, das wäre da schon was. Und schon, wenn man in dieses Gefühl reinkommt, diese Glaube oder diesen Wunsch oder dieses Ziel, merkt man schon, das Gefühl wird besser. Man kriegt schon so eine kleine Perspektive, man sieht sich schon irgendwo. Es wäre ja möglich, ja, wenn man vielleicht noch in diesem Negativen drin ist, ist die Ziele noch ein bisschen kleiner, aber man sagt einfach, komm, ich probiere es, ich versuche jetzt anders
versuche es jetzt zu mir vorzustellen, mir zu glauben, wie wäre das denn, wenn es da ist? Und das zu trainieren, das ist jetzt eine gedankliche Sache, dieses Training an seinem Denken, sein Denken zu verändern. Das ist also ein mentales Training auch. Das heißt, man trainiert jetzt nicht im Sportstudio mit seinen Muskeln, sondern man trainiert, diese negativen Self-Talk zu überwinden, langsam in den positiven reinzukommen. Und da ist der erste Schritt oder dieser zweite Schritt, das Konzept, eben jetzt diesen Glauben zu trainieren, sich zu sehen, wo könnte das sein, wo möchte ich gerne hin, was wäre das? Und man ist vielleicht, dann setzt man sich ein kleines bescheidenes Ziel, aber das denkt man, ja, das wäre doch vielleicht möglich. Und wenn ich jetzt Schrittchen für Schrittchen gehe und ich lerne gute Übungsmethoden, da gibt es ja diesen Typen da online, der das macht, und dann komme ich da Schritt für Schritt zum Ziel und dann nimmt mich jemand an die Hand und führt mich durch die Lektion, wie auch immer. Ich kann mir das irgendwie jedenfalls vorstellen, dahin zu kommen, diesen Glauben zu entwickeln und zu sehen, das könnte möglich sein. Und das gibt dann ein positiveres Gefühl, das gibt einem Energie und dann kommt man auch, hat man einfach auch mehr Geduld. Das heißt, beim Üben braucht man ja schon Geduld, man muss ja irgendwo anfangen und dann gibt es die erste kleine Übung. Ich mache dann mal im Kurs halt so ein schönes Warm-up, wo man ein bisschen erstmal die linke Hand so sich langsam an den Gitarrenhals gewöhnt und die Bewegungsabläufe ganz soft und diese Lockerheit gleich mittrainiert. Und dann fängt man an, das heißt, da braucht man schon aber ein bisschen Geduld, musst du sehen, wie läuft das und sich dann ausprobieren und so. Das startet bei mir natürlich sehr, sehr soft und sehr, sehr leicht, aber dann eben auch sehr effektiv, auch für die Fortgeschrittenen, die das meistens nicht im Grundbasis haben. So dieses Lockerheit-Konzept kommt dann gleich von Anfang bei mir auch. Aber man braucht eben eine gewisse Geduld, diese Schrittchen dann zu machen. Aber wenn man den Glauben hat oder die Perspektive sieht, ja, da hinten, da will ich hin und das ist jetzt hier mein Ding, dann hat man die Geduld, diese Schritte zu gehen. Und dann geht man diese Schritte und schon merkt man, ist man schon so ein bisschen stolz auf sich und kriegt ein gutes Gefühl. Und dann kommt man in einen positiven Zirkel, dass man eben jetzt ein gutes Gefühl kriegt und dann wird der Glaube wieder was bestärkt. Ja, ich bin auf dem Weg. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um sich glücklich zu fühlen. Das gibt es in dem Buch von Stefan Klein, die Glücksformel, habe ich das vor Jahren gelesen. Eben, wenn man das Gefühl hat, man ist auf dem Weg zu seinem Ziel und man hat das Gefühl, ja, ich bin in Bewegung. Ich komme da jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde komme ich dem Ding näher. Das bringt ein sehr starkes Glücksgefühl. Das ist oft ein stärkeres Glücksgefühl, als bang irgendwas auf dem Konto zu haben oder bang irgendwie, was plötzlich kommt. Dieses auf dem Weg sein, dieses sich annähern, aber eben glauben und spüren, ich bin auf dem Weg und Vertrauen zu haben. Das ist das Ding. Also entwickelt als zweiten Schritt, entwickelt dann den Glauben. Wenn ihr eure negativen Zirkel erkannt habt und da euch schon rausmanövriert habt und angefangen habt und den Willen, einfach nur die Entscheidung getroffen habt, ich will da raus, dann fangt jetzt an, diesen Glauben zu entwickeln, seht euch an einem gewissen Ziel, wie euer Ziel auch immer ist, wenn es erstmal nur klein ist, oder setzt euch ein großes Ziel, was auch immer, was euch motiviert, und dann geht da rein, habt die Geduld, ihr kriegt die Geduld, ihr kriegt die Energie und nähert euch dem Ziel und ihr kommt ein gutes Gefühl, da kriegt ihr schon den ersten Energiekreislauf, der euch nochmal einen Kick gibt nach vorne. Das ist der zweite Schritt, also den Glauben trainieren, die Überzeugung und sich das Ziel auszumalen und zu spüren und wirklich Vertrauen dahin zu kommen. Ja, der dritte Schritt, das dritte Konzept ist, ganz gezielt am Selbstvertrauen zu arbeiten. Und da gibt es wirklich ein paar sehr gute Hilfsmittel, die ich euch jetzt erzähle. Also erstmal, das Gegenteil vom negativen Self-Talk ist der positive Self-Talk. Das heißt, wirklich mit sich ganz bewusst positiv sprechen, sagen, ich kann es erreichen, ich kann gut auf der Gitarre werden, ich gehe Schritt für Schritt jetzt voran, jeden Tag komme ich, jede Sekunde komme ich einen Schritt wirklich weiter. Das ist jetzt nicht irgendwie sich selbst bequatschen. Natürlich braucht man gute Übemethoden, ne, die auch wirklich einen dann voranbringen. Ne. Dafür wisst ihr ja, wo ihr die bekommt. Aber dann eben auch selber, sich selber das erstmal zu sagen, ja, ich fange jetzt an, ich übe, ich gucke genau hin, ich spüre genau meinen Körper, ich schaue, wo es locker ist, ich höre auf einen guten Klang. Ich bin da, wo ich jetzt übe, ganz genau in dem Moment höre ich mir gut zu und dann wird das ein positives Ergebnis haben. Ihr werdet das auch selber schon spüren. Das ist einfach so, auch in der Methode, die ich so zeige, sage ich meinen Schülern immer, seid euch vor allen Dingen selber gute Lehrer. Seid in dem Moment, wo ihr am Instrument seid, seid ganz wach, hört euch gut zu. Seid selber nicht nur der Spieler, sondern seid auch Lehrer. Gebt euch kleine Aufgaben und hört, ob ihr die erfüllt. Hört genau hin, was ihr macht. Ob der Ton wirklich das ist, was ihr haben wollt. Ob er nicht noch ein bisschen besser geht. Oder spürt, wo
verkrampft jetzt gerade was, dann lass die Arme hängen. All diese Sachen, ich bewege die dazu, aktiv zu sein und voll da zu sein und bewusst zu sein. Und dieses Bewusstsein, das bringt dann auch diese Schritte, dass es vorangeht. Und das Bewusstsein gibt auch dann, dass man mit sich selbst positiv spricht, dass man sich selbst ein guter Lehrer ist und sagt, ach ja, ich probiere da vielleicht jetzt mal das aus. Beim Üben kommen Ideen. Und ich sage immer meinen Schülern, probiert diese Ideen aus. Ich gebe euch natürlich jetzt eine Grundform und ich sage so und so locker und so macht, kann man das machen oder habe ich es gemacht und das hat den Erfolg gebracht und ich habe es bei hunderten Schülern gesehen, die ich unterrichtet habe, bringt das den Erfolg oder diese Warm-ups bringen dir die Kondition und diese Sachen bringen dir die Routine. Aber dann, wenn du merkst, an einer bestimmten Stelle klemmt es irgendwo, dann geh deinen Ideen nach. Sei dir ein guter Lehrer, rede selbst mit dir positiv, hör auf deine inneren Stimme, hör auf diese positive Stimme, die sagt, ich probiere vielleicht diese Übung mal so aus. Und das ist der positive Self-Talk, der einem dann bestärkt, wo man sich selbst ein guter Lehrer ist, wo man sich selbst motiviert, wo man sagt, ja, ach ja, heute ist vielleicht nicht so ein guter Tag, aber ist egal, morgen wird es besser. Und wo man dann auch so eine gewisse mentale Stärke gewinnt, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Ne? Oder wo man einfach auch dann die mentale Stärke gewinnt und dann plötzlich halt merkt einen Erfolg und man spürt den Erfolg viel mehr, weil man weiß, ich habe mich selber da bestärkt, dazu den Weg weiterzugehen. Da ist man aber stolz auf sich. Also ich sage meinen Schülern ganz bewusst, seid euch selbst gute Lehrerinnen und Lehrer, weil ich weiß, wie viel Stolz das einem auch gibt, wenn man eine gute Übemethode entdeckt hat und die einen voranbringt und wo man sich jeden Tag drauf freut. Das ist meine Methode, die habe ich entdeckt und die einen effektiv voranbringt. Und das ist, dann kommt in so einen positiven Self-Talk rein. Man weiß, man ist auch nicht mehr abhängig von irgendwas außen, sondern man findet das alles den Weg in sich selbst. Also in positiven Self-Talk zu gehen. Ich merke jetzt schon, wenn ich das toll erzähle, dass es einfach eine gute Laune verbreitet. Ne? Und diese gute Laune ist sehr wichtig, das gute Feeling dann zu haben. Ganz aus den Bremsen raus in ein gutes Feeling zu kommen. Und das, wenn man ein gutes Feeling hat, wenn die Hormonlage im Körper gut ist, funktioniert das Gehirn besser. Man ist aufnahmefähiger, die Gedanken können schneller flitzen, die Erinnerungsfähigkeit, das Memorieren geht viel besser, das ist erwiesen. Das haben Gehirnforscher wie Gerald Hüther haben das erwiesen. Und der positive Self-Talk ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade habe ich jetzt die Tage wieder von der Engländerin Marisa Pierce ein paar sehr gute Vorträge gehört, dass sie auch sagt, man kann sich selbst trainieren, man kann aus ganz vielen negativen, ganz schlimmen Sachen, die bringt ja auch Leute mit allen möglichen seelischen Problemen, bringt sie auch wieder in ein glückliches Leben. Da bin ich auch von überzeugt, dass das möglich ist. Das sehe ich bei der Gitarre, wie viele Leute glücklich werden, die jetzt anfangen, Gitarre zu spielen und in diese wunderbare Welt der Musik, auf Planet Music zu landen. Gestern sah ich ja noch einen sehr interessanten Vortrag von Eckhart Tolle, der spirituelle Führer, sage ich mal so, der sagte, auch beim Musik machen, beim Musik lernen, kommt man eben auch in diesen meditativen Zustand, dass man mal plötzlich ganz aus diesem allgemeinen Lebensproblemzirkel, Problem, mal wieder glücklich, dann kommt das nächste Problem und man kämpft mit gedanklich mit den ganzen Problemen, dass man aus diesem Zirkel rauskommt und einfach in diese andere Welt eintaucht. Ich nenne das immer den Planet Music, also auf dem Planet Music zu landen, dann ist man ganz von diesen ganzen üblichen Problemen raus und ist in einer ganz anderen Welt und fühlt sich ganz frei. Und dann hat man eben lauter viele gute Gefühle, redet positiv mit sich, freut sich am Instrument, freut sich an den schönen Tönen, freut sich an kleinen Sachen. Man muss nicht spielen wie Al Clapton oder Paco de Lucia. Die haben doch wie die Wahnsinnigen geübt und als Teenager da losgelegt wie die Wahnsinnigen. Das ist aber nicht unbedingt nötig, um Freude mit der Musik zu haben. Man kann ein kleines, schönes Stück spielen. Als ich meinen ersten A-Moll-Akkord gespielt habe, war ich so happy, dass ich einfach nur noch diesen Akkord und das so genossen habe und dachte, wow, ist das schön. Und dann fing ich an, eine kleine Dreitonfolge, was meine Finger damals hergaben, schon irgendwie zu spielen und dachte, wow, das passt ja irgendwie. Und mich daran zu erfreuen, das Glück hatte ich allerdings auch immer, dass ich einfach von Anfang an diesen Glauben auch hatte, irgendwie, das ist alles Übungssache. Ich muss nur einfach die Schritte gehen, die mein Lehrer mir da zeigt oder die ich dann so lerne oder mich mit anderen Freunden austausche und dann werde ich auch immer besser. Und diese Überzeugung hatte ich Gott sei Dank sehr früh und deswegen gab es für mich selten Frust. Der Frust kam dann vielleicht, wenn ich mich mal verglichen habe, also eine ganz böse Sache, mach das bloß nicht. Eben Vergleich ist der Tod des Glücks. Also,
das Selbstvertrauen trainieren, positiv mit sich reden, sich selbst guter Lehrer sein, gute Lehrerin, kleine Übungen ausdenken, stolz drauf sein, das ist das Ding. Ihr kommt einfach dadurch auch in Action, weil ihr dann Freude habt, weil ihr neugierig seid, weil ihr euch selbst motiviert, weil er euch kleine Aufgaben gibt, weil er Erfolge feiert. Das ist dann eben eigentlich die letzte Konsequenz, denn noch ein super Kick für das Selbstvertrauen ist dann eben auch diese kleinen Erfolge zu haben. Und selbst wenn jetzt, was viele Schüler schreiben per E-Mail, meine Frau hat mich gelobt und sagt, das klingt schon viel besser, mein Mann hört mir jetzt gerne zu und sagt, spiel doch nochmal dieses Lied. Das ist jetzt kein Schmuh, den ich euch erzähle. Ne? Die Mails, ihr könnt in den Teilnehmerstimmen lesen, wie viel Freude die haben, wie viel Erfolge die haben. Und das ist einfach so das Ding, dann wird es ein Selbstwert, dann kommen die Erfolge, dann kommt der Zuspruch und dann, wie andere Schüler von mir, mein langjähriger Schüler Bernd, der jetzt in verschiedenen kleinen Kombos spielt, von null Gitarre können, sein Ding gefunden, seinen Weg gegangen, er berät jetzt Leute auch im Forum, hat meine Message gut kapiert und Berater, da brauche ich schon gar nichts mehr zu sagen, der Bernd, weil hat schon die richtige Message und das ist das Ding, dass man eben so seinen eigenen Weg findet und dann auch diesen positiven mit sich redet und Erfolge einfährt, auf Partys spielt mit seinen kleinen Ensembles wie der Bernd oder schönen Blues spielt wie mein lieber Schüler Jörg in der Schweiz und Freude hat oder Horst, der im Inside wunderbar da rumspielt und sich erfreut und das ist eben das Ding, Leute, ne? Also Schluss, trainiert das Selbstvertrauen ganz gezielt, aber der Schritt geht von den Bremsen lösen, den Glauben entwickeln, die Entscheidungen treffen und dann ganz gezielt in diesen Kreislauf reinzukommen, sich selbst zu motivieren, gut mit sich zu reden, sich kleine Aufgaben geben, Action zu machen, vor allen Dingen dann die Action kommt und dann die Erfolge einheimsen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr unten einen Daumen hoch dem Ding gibt oder meinen Kanal abonniert. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr irgendwann zu meinen zahlreichen Online-Kursen kommt. Also es gibt ja die Einstiegskurse Akustik und E-Gitarre, aber dann gibt es noch weiter fortgeschrittene Kurse. Und da helfe ich euch auch, Selbstvertrauen zu gewinnen und wirklich auf der Gitarre diesen Weg nach oben zu gehen und immer besser zu werden und euch daran zu erfreuen. Also, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Bis demnächst, euer Ernesto.